Somit kommen wir zu der nächsten Karte und zu der Karte Nummer 5. So, Vorratsdruck aufbauen, Fahrbereitschaft feststellen. Das machen wir jetzt mal. Wir haben hier so einen Manometer, der zeigt uns, ob wir genug Druck haben, also beziehungsweise er misst zwar nur den Druck, aber auch gleichzeitig können wir ja an dem Druck erkennen, ob wir damit bremsen könnten oder nicht. So, wir machen die Zündung an und wir haben hier keine Druckwarneinrichtung. Was wir aber haben, wir haben eine Anzeige und wir haben eine 8 Bar Anlage. Wir sehen, wir haben nur 5 Bar. Um die Fahrbereitschaft wieder herzustellen, ist wichtig, in den Leerlauf zu schalten. Einmal Motor starten und laufen lassen. Und wenn wir so 6-7 Bar haben, dann reicht das, dann können wir schon losfahren. Frage Nummer 3, Prüfen der Felgen auf Beschädigung. Das gucken wir uns gleich mal an. Die ganzen Felgen sehen bei uns natürlich bombastisch aus, denn dieser Trecker wird ja nur für die Fahrschulausbildung benutzt. Das sieht man auch. So, auch hier, diese Felge sieht schön aus. Und jetzt machen wir bei jeder Felge und dann sind wir auch schon fertig. Dann haben wir als nächstes Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Umrissleuchten, vorne Funktion prüfen. So, wenn die Zündung an ist, schalten wir die Leuchten durch. Erstmal das Standlicht und dann gucken wir, vorne funktioniert das, und das Abblendlicht. So, um das Fernlicht zu überprüfen, einmal wegdrücken den Hebel, dann leuchtet hier so eine blaue Kontrollleuchte und dann schauen wir mal vorne, ob das auch funktioniert. Funktioniert. Und machen es wieder aus. Okay, und dann bleiben uns nur noch die Umrissleuchten. Dafür gehen wir mal raus. Jetzt überprüfen wir noch die Umrissleuchten. Die Umrissleuchten sind in der Regel oben angebracht. Da haben wir keine, weil der Trecker die Größe einfach nicht erreicht, um welche zu haben. Was wir aber haben, das ist das Standlicht. Und wir wissen dann auch, wo der Trecker endet. Ne? Ja, da können wir höchstens noch am Anhänger die Leuchten überprüfen. Das war es aber auch schon. Wichtig ist, hey, macht nach dem Überprüfen, weil die Prüfung geht ja weiter, nochmal Licht aus und Zündung aus. Nicht, dass der Akku leer geht. Das wäre nicht so gut. Dann die Frage Nummer 5. Sichtprüfung des Antriebs von Nebenaggregaten, zum Beispiel Lichtmaschine, Servo und Wasserpumpe. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Für die Servolenkung haben wir hier die Flüssigkeit. Ne? Flüssigkeitsstand stimmt auf jeden Fall. Dann machen wir weiter. Und hier haben wir den Keilriemen. An dem Keilriemen ist die Lichtmaschine angeschlossen und natürlich die Wasserpumpe. So, und wir sehen, der Keilriemen ist auch in Ordnung, indem wir zwischen den Mitten, also zwischen den zwei Rädchen, die Mitte uns aussuchen praktisch und versuchen mit den Fingern zu drehen. Wenn wir nur 90 Grad schaffen, natürlich, wenn ich mich ganz anstrenge, schaffe ich auch mehr, aber wenn wir wirklich so als Faustformel das hier so machen und nur 90 Grad schaffen, dann ist es genug gespannt. Wir sehen die Aggregate, also die Wasserpumpe ist trocken, die Lichtmaschine, ob die wirklich funktioniert oder nicht, erkennbar an der Ladekontrollleuchte, wenn wir den Motor starten, dass sie ausgeht. Und die Servopumpe, die haben wir hier, also die können wir hier gar nicht erkennen. Wir können aber erkennen, dass wir keine Flüssigkeiten verlieren, dass alles gut aussieht. Ob die Lichtmaschine funktioniert oder nicht, wir haben hier die Ladekontrollleuchte, die sagt uns, dass die Batterie gerade nicht geladen wird. Das heißt, spätestens wenn wir den Motor starten, muss diese ausgehen. Wunderbar, die ist ausgegangen, somit erzeugt die Lichtmaschine genug Strom und Akku wird geladen. Als nächstes Frage Nummer 6, und nehmt diese Frage ernst, denn da geht es um den Zustand der Scheiben und der Spiegel. Sauberkeit, Beschädigungen. Also, die Scheiben sehen wunderbar aus vom Trecker, die sind alle ja heile, sauber, und dasselbe machen wir auch nochmal bei den Spiegeln. Denn vielleicht kennst du das, wenn das bei den Spiegeln so ein bisschen abblättert und so leicht schwarze Stellen da sind, dann sollte man den Spiegel vielleicht schon wechseln. Also, Spiegel sind beide heile, sind sauber, wir können die benutzen. Passt. Und somit wären wir mit der Karte Nummer 5 auch schon fertig.